Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Wie ihr vielleicht an der Tonqualität gehört, sind wir wieder live in Bern. Es ist Session und ich begrüße ganz herzlich Tamara Funicello bei mir, den heutigen Gast. Schön, dass du dabei bist. Ich muss schnell ganz kurz ausholen. Wir haben jetzt Folge 18 und ich habe verschiedene Rückmeldungen bekommen. Ich lade immer noch Gäste ein, so aus der bürgerlichen Bubble. Also ich habe schon SVPler, Jungfreisinnige, aber auch ganz unpolitische Leute. Aber es stimmt, du bist die erste linke Politikerin, die bei mir im Gespräch ist, im Wortwechsel. Immer wieder in dieser Position, freut mich. Und wir haben ja schon vor Jahren zusammen gestritten, du als Präsidentin von der JUSO, ich von der jungen SVP. Und ich widme die heutige Folge meinem lieben alten Freund Nicola, der mir geschrieben hat, ich soll doch endlich mal die andere Seite einladen. Und er verfolgt dein politische Wirken sehr intensiv, nicht immer gleich begeistert, aber mit grossem Respekt. Tamara, was sind deine Highlights, Tiefpunkte der Session bis jetzt? Das Highlight ist sicher die Annahme der Sexualstrafrechtsrevision sowie die erste Bundesratwahl. Und der Tiefpunkt ist der Ständerat, der Teuerungsausgleich und vor allem auch bei der Krankenkassenprämie der Gegenvorschlag zu der Prämieninitiative hat abgelehnt bzw. das Eintreten nicht entschieden hat, was wirklich problematisch ist, weil das führt halt einfach schlicht dazu, dass die Leute nicht genug Kaufkraft haben. Also schon jetzt Mühe über die Runde zu kommen. Dort haben wir wirklich noch Schritt machen können und man hat sich geweigert, das zu machen. Das finde ich wirklich nicht nur schade, sondern höchst problematisch und das wird uns noch vor die Füße gefallen. Teuerung ist ein grosses Thema. Wir haben es ja letzte Session intensiv behandelt, eben mit der Prämie, aber natürlich auch mit den Energiekosten. Und zum Sexualstrafrecht und zu den Bundesratswahlen kommen wir natürlich gerade. Das sind eigentlich die zwei Themen, die ich besprechen möchte. Gestern, grosser Tag, Bundesratswahlen. Das ganze Bundeshaus voll überlaufen mit Journalisten und Gästen und Leuten. Man ist kaum mehr durchgekommen. Tamara, sag mir, ist das ein guter Tag für die SP? Sind ihr zufrieden mit dem Ausgang? Also vielleicht, bevor wir so die politische Würdigung machen, waren ja auch deine ersten Bundesratswahlen, waren ja auch meine ersten Kämpfer, also Bundesratswahlen. Deine ersten? Ja, ich habe bis jetzt nur die Erneuerungswahlen gemacht, im 19. Aber sonst habe ich noch gar nicht... ist alles unbestritten. Ja, dann war es unbestritten. Es war eine safe Sache. Und ich muss sagen, es ist schon noch speziell. Ich meine, es ist ja das einzige Gremium schweizweit, wo man aus dem Gremium raus jemanden wählt für die Exekutive oder auf so einer grossen Ebene. Es gibt sicher Gemeinden, die das machen. Und ich habe die Stimmung noch speziell gefunden. Es habe eine spezielle Erfahrung gefunden, sehr intensiv. Oh, ich weiß nicht, wie es dir... Mir ist auch so gegangen. Und ich habe wirklich auch extrem stark gemerkt, wenn das für gewisse Leute, die das mitverfolgen, vielleicht sogar ein bisschen langweilig ist, obwohl es ja bei der SP dann doch noch sehr spannend geworden ist, aber trotzdem würden doch einige das als eher langweilig bezeichnen, wie wir das so machen in der Schweiz, ist das doch ein riesiger Pluspunkt. Weil ich meine, so Machtübergabe, Regierungswechsel ist ja immer ganz ein heikler Moment eigentlich in einem Staat. Und wie wir das organisiert haben, nein, ich finde das super, ein super Zeichen für die Stabilität. Ja, für die Stabilität. Und was ich auch interessant finde, glaube, was man auch wenig sieht, gerade außerhalb vom Parlament und was mich auch sehr überrascht ist, ist wie so der Morgen danach, also heute. Oder es hat mich schon noch gewundert, wie geht man jetzt mit dem um. Und es ist ja sehr schnell, sehr parteiübergreifend freundlich geworden. Man hat darauf geschaut, dass man jetzt gemeinsam an diesem Tisch hockt, dass man miteinander redet. Ja, ich glaube, an wenigen Tagen mit so vielen unterschiedlichen Parteien gekämpft wie heute. Die Frage ist, ob das nach der Departementsverteilung immer noch so ist. Ja, das stimmt, aber ich finde schon, es ist schon sehr eine spezielle Art und Weise, wie man eine Regierung wählt. Und dass wirklich die Kohäsion und der Zusammenhalt so im Zentrum steht, dass, ich meine, wir sind jetzt wirklich, würde ich sagen, wir sind auf zwei sehr, sehr unterschiedliche Seiten in diesem Parlament. Aber ich finde das spannend, das hat mich schon noch beeindruckt. Ich habe die Würdigungen sehr schön gefunden vom Ueli Maurer und Simon Etter Sommaruga. Man hat da wirklich sehr ausführliches politisches Arbeiten gewürdigt. Mhm. Und der Nationalratspräsident hat das gut gemacht. Mhm. Aber jetzt eben, auf meine Frage, ist die SP zufrieden? Ich kann vielleicht noch schnell nachschieben, warum stelle ich die Frage. Einerseits hat man eine grosse Freude, einen grossen Jubel festgestellt bei vielen Linken über die Wahl von der Elisabeth Baumschneider, die ja doch auch überrascht war. Auf der anderen Seite schreibt heute Blick,
Die FDP wollte die SP schwächen und darum Baum Schneider wählen. Und der Chefredakteur Dohr schreibt, die SP hat sich verkalkuliert, weil man hat ja Baum Schneider nur aufgestellt, damit Eva Herzog ganz sicher gewählt wird. Und das ist jetzt wie ein Unfall, dass sie jetzt gewählt worden ist. Wie schätzt du das? Also das ist ein anderes Ding, wo ich gemerkt habe in diesen Bundesratswahlen, was eins geschrieben ist worden, was jetzt da für taktische Spiele laufen oder nicht, was für Überlegungen laufen oder nicht. Ich habe zum Teil auch gelesen, was ich angeblich gesagt oder gemacht habe oder nicht, was ich einfach nie gesagt oder gemacht habe. Sehr spannend. Grundsätzlich, ich bin sehr zufrieden mit dieser Wahl. Ich war auch sehr zufrieden mit der Wahl von der Eva Herzog. Ich bin Co-Präsidentin von der SP Frauen Schweiz. Und ich musste sagen, hervorragende KandidatInnen, beide sind unterschiedliche KandidatInnen. Und das, ich glaube, das hat man jetzt einfach auch gesehen gestern bei der Wahl. Es hat eine gewisse Gewichtung gehabt. Auch, die Frage war ein bisschen, was hat man ins Zentrum gesetzt? Wie relevant ist es, dass die Person aus der Stadt kommt oder eben vom Land kommt zum Beispiel? Aber am Schluss, also es hätten 4 Leute gelangt, die die andere Person aufgeschrieben hätten. Und dann wäre die Eva gewählt worden. Von dem her sehr, sehr knappe Entscheidung, was sich halt einfach auch, wo es halt einfach auch spiegelt, dass es sehr kompetente Kandidatinnen waren und dass sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen gemacht haben. Ja, ich denke, letztendlich war die Sympathie ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Man hat auf unserer Seite ja dann auch so ein bisschen schnell festgestellt, dass die Eva Herzog gar nicht so viel bürgerlicher jetzt ist, wie man das immer so in den Medien probiert hat darzustellen. Die Eva Herzog ist die bürgerliche Kandidatin quasi und Elisabeth Bomschneider die Linke. Und wenn politisch die Unterschiede nicht so gross sind, dann ist am Schluss auch sehr stark natürlich ein Sympathieentscheid. Ja, und ich glaube, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass man jetzt der SP etwas aufgedrückt hat. Im Gegenteil, also es war schon innerhalb der SP ja sehr unterschiedlich gewesen, wie man wähnt, dass man unterstützt. Also, aber warum kommt der Vorwurf? Also, oder warum hat man das Gefühl, man ist sich überall so einig, dass sie die schwächere SP-Kandidatin ist? Das wird jetzt in den Medien so geschrieben. Mhm. Offensichtlich war das ein Thema bei der FDP. Also man sagt, man kann jetzt so die SP schwächen mit Elisabeth Baumschneider. Wie erklärst du dir das? Dass viele pointiert Linke, eben gerade auch Leute, die stark mit den User verbunden sind, so mit denen ich rede, auch die Grünen, wirklich begeistert sind von ihr. Und gleichzeitig aber andere sagen, mit ihr kann man die SP schwächen. Wie erklärst du dir den Widerspruch? Hey, ich glaube, es geht auch darum, dass man jetzt die Blätter füllen muss mit irgendwelchen Analysen. Und ich glaube, dass die Überlegungen nicht ganz so weitreichend sind oder so strategisch sind, beziehungsweise auch so verworren, wie man das jetzt sagt. Ich habe das Gefühl, es hat sehr viel auch mit dem zu tun. Ich meine, ich glaube, bei euch ist es eine ähnliche Ausgangslage. Also, eben, ich weiß nicht, was du aus Zürcher SVPler jetzt von dieser Wahl von gestern halt. Also ich meine, wir haben 2 hervorragende Kandidaten gehabt. Beide sind sehr gut gewesen. Ich muss jetzt nicht sagen, was ich auf den Zettel geschrieben habe, aber ich bin natürlich am Hans-Uli Vogt sehr verbunden und sehr dankbar, dass er das gemacht hat, dass er den Wahlkampf gegangen ist. Ich meine, es ist immer schwierig, wenn ein Favorit da steht, dann wirklich zu sagen, ich nehme die Herausforderung an. Und ich finde es auch schön, dass wir 2 Leute können aufstellen können, die sehr unterschiedliche Profile haben, die sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und ich habe es auch noch witzig gefunden, die Grünen haben ja offiziell verkündet, keiner von denen sei wählbar und sie dürfen keinen vorschlagen. Oder? Im Gegensatz zu andere Parteien. Sie haben sogar gesagt, sie dürfen keinen wählen. Keinen wählen, genau. wir haben auch gesagt, wir schlagen niemanden vor, aber wir wählen jemanden vom Ticket. So, das war unser Ding. Und ich meine, die Einzigen, die ja wirklich einen Namen gesagt haben, sind die Grünliberalen, die sich auf die Eva Herzog festgelegt haben. Mhm. Und sonst haben ja alle gesagt, okay, die sind beide wählbar. Oder? Und die Grünen haben gesagt, von der SVP ist niemand wählbar. Aber wenn man die Stimmen zusammenrechnet, ich meine, der Hans-Uli Vogt hat 98 Stimmen gemacht. Mhm. Und es ist nur möglich, wenn die Mehrheit der grünen Fraktion hat einen von denen beiden gewählt. Ja. Und das zeigt, sie bewegen sich so ein bisschen langsam Richtung Konkordanz, aber sie wollen es noch nicht zugeben. Das ist auch ein bisschen finde ich noch speziell in Rolle, weil eben, du hast noch 2 Namen auf dem Ticket und entweder spielst du mit und dann machst du politisch mitentscheiden oder nicht. Ja, das ist halt immer so als mit einem Protest, wenn du ein bisschen protestieren und Leere legen oder jemanden willst wählen. Kommen wir nachher zu dem Thema. Dann nimmst du dir ja deine Möglichkeit mit zu beeinflussen, wer es dann macht. Und dann musst du immer überlegen, ist mir jetzt wichtiger,
mitzuentscheiden, wer es wirklich wird, oder ist mir der Protest wichtiger? Ja, ich finde halt auch, wenn du eine gewisse Grösse angenommen hast, dann entweder machst du mit im politischen Game oder du lässt. Aber damit sind wir gerade beim Thema Josic. Du bist nicht amused gewesen. Also ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du da gell, gegen Parteikollegen herziehst oder so, aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass du überhaupt keine Freude hast. Warum ist er nicht führen nach dem ersten Wahlgang und warum ist er auch schon Nordmann führen? Und er hat gesagt, wählt eine von den beiden Frauen, warum ist nicht er führen? Und er hat gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung. Wie damals der Hans-Jürg Walter, der ja gegen den Ueli Maurer viel Stimmen gemacht hat, dann nachher nur wegen einer Stimme nicht gewählt wurde. Obwohl. Wegen seiner eigenen, oder? Ja, man sagt es wegen seiner eigenen, das ist eine Legende, wirklich wissen tut es ja niemand. Aber es gibt, glaube ich, einen Banknachbar, der behauptet, er hätte gesehen, was er aufgeschrieben hat. Aber der Hans-Jürg Walter ist Führer und hat erklärt, ich stehe nicht zur Verfügung. Warum hat es Dani Josic nicht gemacht? Hey, das muss man Dani Josic fragen, das kann ich nicht beantworten. Hast du ihn gefragt? Ja. Hat er dir eine Antwort gegeben? Nicht wirklich. Okay. Ja, oder? Es ist ja spannend. Ich glaube auch, er hat nicht damit gerechnet, dass Elisabeth Baumschneider gewählt wird. Weil mit ihrer Wahl wäre ja an sich die Chance für ihn ja da. Weil jetzt ja wieder ein Deutschschweizer Mann möglicherweise ein Thema ist, der SP. Definitiv. Die Begeisterung hält sich in Grenzen bei dir. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, also es ist so, mir beelendet schon ein bisschen, wenn man zwei so feige Frauen auf ein Ticket tut, und es sind feige Frauen. Es sind Frauen mit langjähriger Exekutiverfahrung. Man kann über ihre politische Ausrichtung diskutieren. Das verstehe ich aus der SVP-Sicht, dass man dort sagt, ja, schau, das sind jetzt nicht unsere Kandidaten. Sie haben weder der Hans-Uli Vogt noch der Albert Rösti bei mir, oder? Aber ich anerkenne ihre Kompetenzen. Und das müsste man ja... Und Konkordanz. Genau. Und ich finde, man müsste ja eigentlich aus einer objektiven Sicht muss man doch echt die zwei Kandidatinnen anschauen und sagen, die sind so kompetent, die sind ready für den Posten, die wollen, die sind begeistert, die haben Lust, die haben Gestaltungswille, es ist wie da. Und dass man sich dann in dieser Situation dafür entscheidet, jemanden ab dem Ticket, also der nicht auf dem Ticket ist, zu wählen, und das unterhanden mit der Begründung, dass es nicht richtig ist, dass der nicht auf dem Ticket ist, deswegen ist schwierig. Ja, wobei, ich muss präzisieren, also wenn jetzt ihr ein offenes Rennen gehabt hättet, dann hätten wir Kandidatur gehabt, Evi Allemann, Eva Herzog, Elisabeth Baumschneider, Daniel Josic. Und dann hättet ihr sich präsentiert in eurer Fraktion und eure Fraktion hätte das Ticket Herzog Baumschneider präsentiert. Glaube ich, wäre das kein Thema gewesen. Also der Punkt, oder ja, der Grund, wo gewisse Leute hässlich gemacht hat, ist halt gewesen, weil man von Anfang an gesagt hat, Daniel Josic, du darfst gar nicht quasi am Auswahlverfahren teilnehmen oder das vorgehen. Und eben dann so die Pressekonferenz, das ist schon einiges ein bisschen in falschen Hals geraten, wo er dann so hat müssen sagen, ja, eben er akzeptiert jetzt das, dass er nicht hat dürfen antreten. Und es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, wie bei einer Geiselnahme, so mit den Pistolen am Kopf, muss irgendetwas ablesen. Wow, wo eigentlich nicht ziemlich... Der Dani Josic lässt sich nicht lange unter Druck setzen. Das hat er, glaube ich, gestern wirklich bewiesen. Und wir tun unsere Leute grundsätzlich nicht unter Druck setzen. Okay, aber er hätte können alle die Sachen und alle die Gerüchte und alles aus der Welt schaffen, wenn er nach dem ersten Wahlgang Führer wäre und das Votum gehalten hätte, das der Roger Nordmann gehalten hat. Ja, der ist der nächste Gast für die nächste Sendung, würde ich hier sagen. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob er kommt. Aber wir müssen unbedingt zum nächsten Thema, weil die Bundeswahl ist ja schön und spannend und so. Aber es gibt ja sehr viele wichtigere Sachen. Du hast als zweites Highlight gesagt, eben Sexualstrafrecht. Das ist eben die Sache, ja ist ja, nein ist nein. Ist ja gross durch die Medien gegangen und alles. Was erhofft ihr euch von dem? Das ist eigentlich meine erste Frage. Vielleicht müssen wir es ja auch noch mal ein bisschen erklären, wenn das Ja heisst und Nein heisst. Wissen Sie eigentlich die Leute? Aber es geht ja eigentlich um den kleinen, aber eben nicht ganz unwesentlichen Unterschied ohne Einwilligung oder gegen den Willen. Mhm. Oder? Also, was ist der Unterschied zwischen ohne Einwilligung und gegen den Willen? Ohne Einwilligung ist der Grundsatz halt einfach, dass ich entscheide, ob mein Körper darf angelenkt werden von jemandem oder nicht, sexuell. Und gegen den Widerstand heisst halt... Gegen den Willen. Das ist Widerstand, aber ja. Ja, aber das heisst halt einfach im Umgekehrten, dass ich meinen Körper muss verteidigen muss, weil er grundsätzlich zugänglich ist, außer die sagen Nein. Und ich finde das eine komische Begründung, weil ganz ehrlich,
man darf fast nichts, ohne dass man fragt. Man darf nicht in ein Haus hineingehen, ohne dass man fragt. Ich darf die Portemonnaie wegnehmen, ohne dass man fragt. Sondern man muss in irgendeiner Form tut man ja eben nach Konsens fragen. Mhm. Und ich verstehe nicht ganz, wieso das mit dem Körper etwas anderes sein soll. Also, ich glaube, wir sind uns ja völlig einig. Oder alles, was gegen den Willen von jemandem passiert, ist eine Vergewaltigung im sexuellen Bereich. Wenn es gegen den Willen von jemandem ist, dann ist es das. Aber die Frage ist einfach wirklich eben das Detail. Es ist ja dann auch ein Konkludenz ja, sagt man, oder das Konkludenz nein. Das bedeutet, es muss ja nicht in dem Sinn ein Ja ausgesprochen sein oder ein Nein ausgesprochen sein. Du hast sogar gesagt in deinem Referat vom Parlament, niemand will App oder Verträge, wo man da muss seine Einwilligung geben, wie man das ja immer so ein bisschen hört. Und ihr wollt keine Umkehr von der Beweislast. Und eben, man wird damit die sexuelle Gewalt auch nicht können beenden. Das sind die drei Sachen, die du gesagt hast. Und da bin ich mit dir völlig einig. Im Umkehrschluss klingt es für mich mega nach Symbolik. Also eben darum meine Frage, warum ist es uns so wichtig, wenn du ja selber sagst, weißt, am Schluss ist es ja immer eine Beweisfrage und an der ändert aber sich ja nicht. Dann muss man sich ja umgekehrt fragen, wieso ist es denn so wichtig, dass man die Symbolik nicht kehrt, oder? Wieso ist es denn so wichtig? Weil man muss ja wissen, woher das Sexualstrafrecht kommt. Man muss wie eine historische Aufarbeitung machen dessen, wieso das eigentlich so bei uns im Strafgesetzbuch steht. Und das steht ja so in dem Strafgesetzbuch, wo lange Zeit ist es ja wirklich so gewesen, dass mit der Heirat ist der Körper von der Frau und wirklich der am Mann unterordnet. Aber Vergewaltigung in der Ehe haben wir ja schon seit einigen Jahren jetzt. Ja, seit den frühen 90er. Aber was man sich muss bewusst werden dabei, ist, dass das ist nicht ganz aus unserem Gesetz verschwunden. Es ist nicht ganz aus unserem Gesetz verschwunden, weil eben dort innen klar sagt, also heute steht faktisch drinnen, dass man sich körperlich wehren muss. Das heisst, im Umkehrfall, eigentlich gehen wir heute davon aus, dass wenn du jetzt hier rumstehst, dass ich kommen kann, und die einfach sexuell anlängen, bis du Nein sagst. Ja. Das wäre eine Nein-Heißt-Nein-Lösung. Und das ist doch absurd. Erstens macht das niemand. Gott sei Dank macht das niemand. Ja. Und zweitens, wir wollen doch nicht, dass das in unserem Gesetz steht. Wieso soll das da drinnen stehen? Oder weil wir müssen das Gesetz an den realen Gegebenheiten orientieren. Und der Krux ist ja wirklich in der Alltagsrealität. Du hast das super Beispiel hast auch in deinem Referat gebracht, wo du vorher gesagt hast, wegen dem Portemonnaie oder wegen dem Haus. Oder ich darf ja auch nicht in dein Haus reinlaufen, ohne Erlaubnis. Und da muss ich sagen, naja, kommt drauf an. Ich meine, auch dort gibt es so etwas wie ein Konkludenz ja. Also es gibt durchaus gute Freunde, die wissen, die können bei mir auch durch die Terrassentür reinlaufen. Also meine guten Freunde, die kommen nicht vorne rufen, sondern die kommen bei der Terrasse rein quasi. Und auch bei meinem Portemonnaie. Also ich meine, meine Frau weiss, sie darf etwas aus meinem Portemonnaie rausnehmen. Und da sage ich auch nicht jedes Mal ja. Und das aber ist das, also die Alltagsrealität. Ja, aber das ist ja die komische Diskussion. Das verlangt ja niemand. Ein Ja heisst ja Lösung, schließt ja ein Nein nicht aus. Oder genau. Das heisst, wir nennen das rollenden Konsens. Mhm. Das heisst, dass wenn du 30, 40 Jahre immer ein Konkludenzjahr hast gehabt, wo du in einer Beziehung bist zum Beispiel, wo du halt einfach gewisse Sachen sich eingespielt hast und dann... Unromantisch und unerotisch, wenn du jetzt jedes Mal musst fragen, hey, formell bist du einverstanden mit... Also weißt du, was ich meine? Aber du, es geht ja nicht darum, dass du musst... Also genau. Es ist ja nicht so, hey, ich bin schon einverstanden, sondern man kann ja Konsens... Aber eben, dann muss, wenn jemand nicht einverstanden ist, muss die Person ja dann gleich wieder sagen, okay, nein, ich bin jetzt nicht einverstanden. Aber, genau. Und das, also irgendwann mal muss der Moment kommen, wenn das Konkludente ja bis jetzt ist da gewesen, muss ja eine Abweichung geben im Verhalten, wo man dann kann sagen, gut, das führt dazu, dass jetzt da Ablehnung da ist und dass der Konsens ist entzogen worden. Das stimmt absolut. Die Frage ist einfach die Basis, oder? Die Frage ist die Basis, die man darauf will handeln. Und das zeigt sich ja auch in diesen ganzen Diskussionen, in diesen rechtlichen Diskussionen. Der Unterschied zwischen ja heisst ja und nein heisst nein ist prozessual wirklich minim bis wahrscheinlich inexistent. Was wir aber müssen festhalten müssen, ist, dass gut 68% der Frauen, die vergewaltigt werden, also nur 8% der Frauen, die vergewaltigt werden, die Anzeige erstatten, 92% nicht. Von diesen 92% ist es so, dass rund 68% keine Anzeige erstatten, wo sie sich schämen, wo sie das Gefühl haben, dass sie mit Schuld haben. Und das suggeriert halt unser Strafgesetz heute. Unser Strafgesetz heute, und dort Nein heisst Nein-Lösung, sagt halt wirklich, du trägst eine Mindestverantwortung, wo du musst,
Weil du musst deinen Körper verteidigen. Und weil sie natürlich auch Angst haben, dass es nicht zu einer Verurteilung kommt, was in vielen Fällen ja ist, weil es ein Beweisproblem ist. Bei Vier-Augen-Delikt ist immer eine Beweisfrage. Also, ich meine, das ist noch sehr viele Bereiche so. Zahlen sind wahnsinnig. Wir reden heute. Aber ich meine, der mit der Mitverantwortung, oder? Das ist ein extrem heikles Thema, das weiß ich. Das ist mit so ganz dünnem Eis, oder? Weil es ist selbstverständlich, oder? Geschuld ist immer die Person, die übergriffig ist. Immer. Da gibt es kein Aber. Es gibt keine Verhandlung. Dennoch, oder? Wenn ich habe jetzt zwei Buben, aber wenn ich jetzt auch eine Tochter habe, aber auch bei den Buben übrigens, tut mir doch schon auch in der Erziehung, und ich finde das sehr wichtig, auch mitgeben, wie kann ich mich verhalten, um so Sachen vorzubeugen. Und also ich würde jetzt meiner Tochter auf jeden Fall mitgeben, dass sie sehr deutlich äußern muss, was ihr Wille ist. Und was gibst du deinen Söhnen mit? Genau das Gleiche. Also ich meine, man muss seinen Willen äußern und man muss respektieren, was die andere Person für einen Willen hat. Völlig klar, oder? Eben, das ist wichtig. Es geht darum, dass es am Willen von beiden entspricht. Aber weißt du, wir reden ja nicht über leichte Übertretungen. Wir reden ja nicht darüber, dass man... Es gibt ja nicht eine fahrlässige Vergewaltigung. Den Tatbestand gibt es ja nicht. Sondern bei diesen Vergewaltigungen geht es ja darum, dass man wissentlich und willentlich, das ist ganz wichtig, tut der Wille von einer Person übergehen, beziehungsweise man weiss, dass der Konsens nicht da ist und übertritt das. Aber das wäre ja Nein ist Nein. Oder, nein darum, ist aber du hast es ja selber gesagt, es ist schon eine mega Detailfrage. Und weißt du, jetzt mal ein konkretes Beispiel. Es wird immer sehr theoretisch diskutiert. Oder? Was so ein typisches Beispiel ist, wo so rumgereicht wird, wo man sagt, weißt du, wie absurd das ist. Folgender Fall kann ja vorkommen bei jungen Leuten. Oder? Man ist im Ausgang und so und es ist eine feuchtfröhliche Nacht und am Morgen früh wachen beide zusammen im Bett auf und haben noch einen Kater, sind ziemlich betrunken gestern Abend und sie wissen beide irgendwie nicht mehr so ganz genau, was ist jetzt gewesen, die Nacht. Und dann zum Beispiel fragt sie, bleibst du noch ein bisschen und tun wir noch zusammen zu mürgeln? Und er sagt dann, ich würde eigentlich lieber gerade gehen und zieht sich an und geht. Und dann ist sie absolut enttäuscht und verletzt. Und denkt, weißt du was, ich bin gar nicht einverstanden gewesen und gehe zu der Polizei. Wie würdest du den Fall beurteilen? Ich würde den Fall vor allem dort beurteilen, dass keine Frau, wirklich keine Frau, tut wegen einer enttäuschten Nacht geht sie zur Polizei. Das ist Horror. Wirklich, ich habe die Fälle gelesen, ich habe so viele Fälle gelesen. Das ist der vödelblutige Wahnsinn. Wenn du musst zur Polizei gehen und dann erklären, was die Nacht ist passiert, einer wildfremden Person erklären, inwiefern eine Person wie in dich eingedrungen ist, was sie angehabt hat, ob du geblutet hast, wie sich das angefühlt hat, die Befragungen sind der Horror. Und das ist richtig, dass sie der Horror sind. Damit man genau solche Sachen nicht... Es hat eine falsche Entschuldigung gegeben. 15% von den Anzeigen, maximal 15% von den Anzeigen, von den 8%, die man anzeigen, sind falsche Entschuldigungen. Und die Statistik zeigt, dass es genau gleich viele falsche Entschuldigungen gibt, wie bei allen anderen Delikten auch. Alle anderen Delikten auch. Und jetzt, wenn du das sagst, die Frauen gehen nicht, niemand macht das, weil das ist wirklich schlimm. Punkt 1. Punkt 2. Wenn man es rechtlich anschauen will, Einfluss von Alkohol und somit nicht, keine Zurechnungsfähigkeit wird im Gesetz aus Strafmindern, wenn nicht sogar aus Straferlass gehandelt. Übrigens etwas, was die SVP herausstreichen wollte, aus Gründen, wo wir wirklich schleierhaft sind. Das heisst, nach wie vor, musst einer Person nachweisen, Moment schon, du musst einer Person nachweisen, dass sie wissentlich und willentlich hat, das begangen. Und nicht, ich bin hacke dich gewesen und ich habe nicht mehr gewusst, was passiert. Jetzt aber, wenn die Frau, wo sie so viel Alkohol hat, intus gehabt, einfach dort ist gelegen, sich nicht mehr konnte bewegen und eigentlich apathisch war und der Dude dann hat gefunden, machen wir jetzt. Dann ja. Okay. Aber das wird schon heute bestraft. Einverstanden. Oder ich finde, der mit dem Alkohol ist einfach so, dass finde ich, wenn jemand wirklich vergewaltigt wird, dann sollte das nicht strafmindernd sein, wenn die Person besoffen ist, weil das macht für das Opfer überhaupt keinen... Es ist ja also nicht weniger schlimm für das Opfer, wenn die andere Person einfach völlig besoffen ist. Aber okay. Du bist nicht strafrechtlich. Nein, also es ist mir schon bewusst, dass das nicht der Aufbau ist, aber ich kann trotzdem auch nicht einverstanden sein mit dem. Ich finde es gewünscht grundsätzlich... Ich finde es einfach nicht so optimal. Aber wir können nicht alle Strafen. Wegen einem anderen Beispiel von vorher noch schnell. Wir haben ja nicht unendlich Zeit, wir müssen nachher wieder abstimmen. Was ja mega schade ist. Ich muss dich definitiv wieder einladen. Das ist eine Konklusion vom Ganzen. Aber an dem Beispiel, das wir jetzt vorher hatten, und zwar selbst wenn, nehmen wir jetzt mal, selbst wenn es wirklich so war, wie du zum Beispiel sagst, sie war völlig betrunken und hat das irgendwie auch gar wirklich nicht wollen. Ändert jetzt Ja ist Ja irgendetwas an dem? Weil am Ende läuft es immer darauf raus, dass sie ja müsste können,
Oder eben, das ist die Frage, wäre es ein Beweis umkehren, wo du ja behauptet hast, ist es nicht. Müsste er dann beweisen, dass sie Ja gesagt hat? Müsste er nicht? Okay. Was macht es denn für sie für einen Unterschied, ob jetzt Ja ist Ja gilt? Weil sie müsste dann gleich irgendwie beweisen und sagen, hey, ich habe das im Fall gar nicht wollen. Es ist genau der gleiche Grund. Wieso, also weißt, wenn wir, ich finde, entweder sind wir konsequent in unserem Strafrecht oder nicht. Wenn wir konsequent in unserem Strafrecht sind, dann sagen wir, für alles, was Eigentum ist, braucht es Konsens, bevor man den nimmt. Haus, Körper. Oder aber, wir sagen nicht. Und dann, ab jetzt, und ich meine, ich bin eine grosse Vertreterin davon, dass man privates Eigentum auflösen, dann sagen wir, ab jetzt ist einfach alles zugänglich, außer jemand wehrt sich. Und jetzt noch ein letzter Satz, und dann muss ich wirklich gehen, und der ist mir wichtig, was ich ja sehr spannend finde. Als ich angefangen zu kämpfen für die Sexualstrafrechtsrevision, vor 4 Jahren, bin ich an einem Punkt gewesen, wo eine Subkommission von 3 Herren im Ständerat, der Garoni, der Rieder und der Josic, haben gesagt, es braucht gar keine Revision, ich weiß nicht, was ihr macht, ihr hellen Spinner. Und wir haben gehofft, dass wir überhaupt eine Einheitsnähe Lösung herbringen. Und jetzt hocken wir hier. Und ich gehe, egal wie es rauskommt, aus Siegen. Eben, du sagst, dass auch schon Nein ist Nein-Lösung. Aber immerhin sagst du ganz klar, sind wir uns da einig. Es ist doch dann am Schluss, aber ob Ja ist Ja oder Nein ist Nein, ist dann relativ ein feines Detail. Aber ja. Sorry, doch noch der letzte Satz. Mit dem, ich habe dich noch nicht ganz, wirklich noch nicht gehen lassen, weil der Punkt muss man wirklich noch schnell. Weil ihr feiert es jetzt wirklich als grossen Sieg. Ihr tut das ja auch sehr stark raus kommunizieren, wie wichtig dass das jetzt ist. Das Ja ist Ja. Eben, du hast gesagt, das ist auch viel symbolisch. Und das ist für die Opfer. Ja? Es ist okay. Für die Opfer. Die Opfer dürfen nicht müssen eine Verantwortung tragen. Und das sagt unser Strafrecht mit Nein heisst Nein. Nein heisst Nein heisst, entweder genau. Du schützt den Körper, indem du Nein sagst. Aber deinen Willen musst du nachher trotzdem immer noch kontern. Natürlich. Das können wir und nicht gleichzeitig das ist es richtig, immer. Dass in diesem Strafrecht steht, mein Körper gehört mir. Okay. Und niemand lenkt an. Aber ich glaube, da sind wir auch alle einverstanden. Ohne Konsens geht nichts. Aber jetzt kommt noch der letzte Punkt. Wenn euch der Kampf so wichtig ist, warum sind wir nicht dabei gewesen, dass wir Geldstrafen rausnehmen bei der Vergewaltigung? Ich habe... Der Antrag zur Streichung der Geldstrafe, das ist bei mir... Komm, also wir haben jeden Antrag für die Verschärfung von der Strafmasse. Der Benny Fischer ist übrigens die einzige Person, die mir jedes Mal so triggert, dass ich Sachen sage, die ich nicht möchte, wie Schätzli. Es tut mir leid. Das habe ich nicht schon machen. Gesagt. Ich weiss, ich sollte wirklich aufhören mit dem. Ich vertrage das. Also, es war ein spannendes Gespräch. Gerne wieder einmal. Und ich bin froh für alle, die zugelassen haben. Ich hoffe, die Leute haben sich nicht zu fest aufgeregt. Hoffentlich nicht. Wir sind ja ganz entspannt. Jetzt müssen wir abstimmen. Und dann... Darum Nervosität. Nur wegen dem. Danke vielmals und schaltet nächstes Mal wieder ein.